Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes des Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Geschätzte Gläubige, die wir uns versammelt haben, die wir auch über die Bildschirme an dieser Messfeier teilnehmen, am Mittwoch der Karwoche. Der Eröffnungsvers der heutigen Messe lautet: Vor dem Namen Jesu sollen alle Mächte im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen. Der Herr erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Deshalb ist Jesus Christus der Herr in der Herrlichkeit Gottes des Vaters. So steht es im Philipperbrief. Und wir wollen heute in diese Messe besonders einschließen. Messintention, der vorige Woche beerdigte Hermann Diesenreiter, und in besonderer Weise einschließen Herrn Konrad Horner, den wir heute im Anschluss an die Heilige Messe beerdigen werden auf unserem Friedhof. Es ist die Stunde da. So hören wir es heute von Jesus, seine Stunde, wo er sein Leben für uns alle hingibt. Auch die Stunde des Verrates des Judas. Wir haben uns versammelt und fragen uns, wo verraten wir Jesus Christus? Wo leben wir nicht so, wie es ihm, seiner Schule, seinem Vorbild, seiner Liebe entspricht? Und da dürfen wir jedes Mal neu um Verzeihung bitten. Herr Jesus Christus, von uns Menschen verleugnet und verraten, Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Für uns Menschen ans Kreuz geschlagen, Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Durch den Vater im Himmel dem Tod entrissen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, er erbarme sich unser. Er lasse uns Schuld und Sünde nach. Er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Hineingenommen in das Erbarmen des auferstandenen Christus sind auch unsere Verstorbenen, die wir heute so besonders mit in die Messe hineinnehmen. So lasset uns beten. Heiliger Gott, du hast deinen Sohn der Schmach des Kreuzes unterworfen, um uns der Gewalt des Todes zu entreißen. Gib uns die Gnade, dass wir deinem Willen gehorchen und in Herrlichkeit auferstehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung aus dem Buch Jesaja. Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jüngers, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, denen, die mir den Bart ausrissen, meine Wangen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen. Doch Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie eine Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Er, der mich freispricht, ist nahe. Wer wagt es, mit ihm zu streiten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer ist mein Gegner im Rechtsstreit? Er trete zu mir heran. Seht her, Gott, der Herr, wird mir helfen. Seht her, wer kann mich für schuldig erklären? Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Schone, o Herr, schone deines Volkes, das du erlöst hast mit deinem kostbaren Blute. Schone, o Herr, schone deines Volkes, das du erlöst hast mit deinem kostbaren Blute. Sei gegrüßt, du unser König, dem Vater gehorsam lässt du dich zum Kreuze führen. Schone, o Herr, schone deines Volkes, das du erlöst hast mit deinem kostbaren Blute. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit ging einer der Zwölf namens Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sagte: Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte er eine Gelegenheit, ihn auszuliefern. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und fragten: Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Er antwortete: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist da. Bei dir will ich mit meinen Jüngern das Paschamahl feiern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Paschamahl vor.
Als es Abend wurde, begab er sich mit den 12 Jüngern zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er: Amen, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten und ausliefern. Da waren sie sehr betroffen, und einer nach dem anderen fragte ihn: Bin ich es etwa, Herr? Er antwortete: Der, der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Da fragte Judas, der ihn verriet: Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus sagte zu ihm: Du sagst es. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, alle, die ihr mitfeiert, auch über die Bildschirme. Wir haben diese Tage der Karwoche in unserer Glaubenskatechese, in diesem Glaubensimpuls bis jetzt sehr Schönes gehört, sehr Positives, nämlich die Zuwendung, die Jesus noch erfahren hat von seinen Freunden in Bethanien, die Geschwister Lazarus, Martha und Maria, die ein Symbol sind für die Menschen, die Gottes Liebe annehmen, die ihnen in Jesus auf einmal erlebbar wird, menschlich vermittelt erlebbar wird. Die Liebe Gottes, die entdecken wir auch in der Natur, in der Schöpfung, wenn wir genau hinschauen lernen. Aber die Liebe von Person zu Person, von Mensch zu Mensch, vom Mensch zu Gott, die hat uns Jesus gelehrt und vorgelebt. Und glücklich die Familien, in denen Jesus da einen Platz gefunden hat, die diese Liebe dann erwidern. Das war das Schöne dieser Woche. Wo Freundschaft ist, dort verbreitet sich der Wohlgeruch der Liebe im ganzen Haus, heißt es. Überall. Glücklich die Familien, die das erleben dürfen. Liebe zueinander, Liebe zu Gott. Die auch dort, wo wir noch nicht vollkommen sind. Maria hat es ja angezeigt am Montag mit ihrem Beispiel, mit ihrer Zeichenhandlung. Sie nimmt das kostbare Öl, salbt Jesus die Füße und trocknet sie mit ihren Haaren ab. Das Öl, das 300 Denare wert war, einen ganzen Jahreslohn. Sie zeigt an, das Wertvollste, was wir hier auf Erden haben, ist Jesus. Und sie zeigt ihm noch einmal: Von unserer Liebe bist du eingehüllt, auch wenn dich die anderen jetzt lieblos ans Kreuz schlagen werden, die Füße zerrissen werden von den Steinen, die Haut durch die Peitschenhiebe, die Dornenkrone dazu. Und das ist eben der negative Moment in diesen ersten Tagen der Karwoche. Das ist auch die Leute in den Blick kommen, die Jesus verraten und verleugnen. So haben wir es gestern gehört. Aber doch immer wieder auch, was wir von ihm lernen können. Papst Franziskus hat es gestern wunderbar auf den Punkt gebracht, wo diese Stelle schon war, passend zu heute. Einer wird mich verraten, also er wird mich verwerfen, wird sagen: So, wenn du dir nicht helfen kannst, wenn du uns nicht helfen kannst, dann weg mit dir. Er wird ihn verkaufen, wie wir es heute gehört haben, für ein kleines Geld. Aber da sagt Jesus drauf: Jetzt wird der Menschensohn verherrlicht. Jetzt erleben wir die Liebe Gottes, die so weit geht, dass sie sich für uns hingibt. Keiner entreißt Jesus das Leben. Nicht der Judas bringt ihn letztlich ans Kreuz, sondern seine Liebe, um uns aus dem Verhärteten, aus dem Lieblosen herauszuführen, damit wir lernen, das Böse mit dem Guten zu besiegen. Diese Verherrlichung war gestern schon da. Und das können wir von Jesus lernen. Hingebend lieben, für den anderen da sein.
bis zum Tod, ja, für den anderen geben, sich selbst absterben und für den anderen verfügbar sein. Das ist die Herrlichkeit Jesu. Und das können wir von ihm lernen. Und der Papst hat das gestern so schön gesagt, dazu sind wir gerufen von unserer Zeugung an, seit es uns gibt als Mensch, schon im Mutterleib und dann nach der Geburt. Jeder von uns ist gerufen, so wie der Gottesknecht. Wir haben heute die Lesung vom Gottesknecht gehört, schon das dritte Mal. 4 Lesungen gibt es von dem. Berufen, dass wir, was haben wir heute gehört, ein Ohr bekommen für die Stimme Gottes, in der Früh schon aufstehen und auf ihn hören lernen. Heute haben die Vögel sehr schön gezwitschert, heute ist die Sonne sehr schön aufgegangen. Das soll uns ein Zeichen des Trostes sein, ein Zeichen des Lebens. Ein Ohr dafür bekommen, das ist der Jünger Jesu, der berufene, gläubige Christ. Und er hat dann Worte bekommen, die Zunge des Jüngers. Wir lernen zu reden, die Worte, die schönen Worte, die Worte der Liebe, die Worte Gottes. Dazu sind wir alle erwählt, nicht nur der Gottesknecht, nicht nur Jesus selbst, der ist da beschrieben, sondern das ganze Gottesvolk und jeder Gläubige. Und wir wissen, wie gut wir das zustande bringen. Also diese Erwählung ist was Wunderbares. Erwählt zu sein, sein Leben für die anderen einzusetzen wie Jesus. Und der Papst sagt noch dazu, da sind wir nicht vollkommen. Der Petrus zeigt es vor. Er will zwar zu Jesus halten, aber in der Angst um sich selbst verleugnet er ihn dann immer wieder einmal. Aber er gibt es wenigstens zu, er bittet um Verzeihung, er weint drüber und es geht weiter. So sind wir, so dürfen wir sein. Uns bemühen, so wie Jesus zu werden und wo es nicht klappt, um Verzeihung bitten und weitergehen. Gefährlich ist nur, wenn einer wieder Judas wird, der es nicht einsehen will, dass er einen Fehler hat, dass er verkehrt liegt. Da wird's Nacht, da wird's dunkel, sagt Jesus im gestrigen Evangelium schon. Nun und heute, was hören wir heute noch heraus? Beim Gottesknecht hören wir dann eben noch, er scheut sich nicht, die Worte Jesu, die Worte Gottes zu verkünden, auch wenn er Widerstand bekommt. Das ist eine wichtige Wirklichkeit für uns Christen. Der Gottesknecht ist hier dargestellt als der ideale Jünger. Er ist eine geheimnisvolle Gestalt, aber er ist hier auch im Gegensatz zum Volk. Das Volk, dem fällt es schwer, auf Gott zu hören. Dieser Knecht aber, der hat 2 Verhaltensweisen. Er hört hin und er sagt dann, was er hört, selbst wenn er sich Feindschaft zuzieht. Das kann er nur, weil er sich von Gott getragen und gestützt weiß. Wir wissen, Jesus hat das so gelebt. Er hat dann den Widerspruch und die Verwerfung erfahren, aber so endet ja die Lesung. Gott ist es, der mich freispricht. Er ist mir immer nahe. Gott wird mir helfen. Wenn wir diesen Weg mit Gott gehen, wird er uns einmal rechtfertigen, auch wo noch Kritik da war oder Unvollkommenheit. Und Jesus selbst, das war ja Jahrhunderte vorher von ihm gesagt, Jesus selbst ist heute an dem Tag, wo er sagt, jetzt ist meine Stunde, jetzt gehe ich diesen Leidensweg. Aber wir beginnen mit einem Mahl, mit dem Paschamahl, mit der heiligen Messe quasi. Was wir heute schon hören, ist das, was wir morgen Abend feiern, dass es eingesetzt wurde von Jesus. Das Befreiungsmahl, das Lamm wurde geschlachtet und das Volk wurde gerettet. Es ist Jesus selbst, der für uns quasi als Opfer stirbt, damit wir den Himmel aufgeschlossen bekommen und gerettet werden. Es ist, er macht es einen Tag vorher, als normal das Paschafest ist, um zu zeigen, jetzt kommt was Neues. Und er macht auch was Neues bei diesem Mahl. Er nimmt Wein, er nimmt Brot und reicht sie uns und sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, damit ihr ewig leben könnt. Das ist heute schon angedeutet, wenn jetzt alles vorbereitet wird für morgen. Und zu enden tut es aber dann wieder heute noch
dass einer eben das nicht annimmt, dass er das nicht für gut hält und dass er ihn verrät. Es ist interessant, dass alle Jünger fragen, bin ich es etwa, Herr? Die haben schon ein Gespür, bin ich fähig, so feig zu sein oder so egoistisch zu sein, dass ich dich verrate? Es ist Gott sei Dank nur einer, es sind nicht alle. Die anderen, sie werden später sehr treu zu ihm stehen, aber auch nicht gleich. Zuerst laufen sie davon im Egoismus. Erst als sie die Auferstehung Jesu erlebt haben, bekommen sie Mut, sich selbst loszulassen. Das haben wir gestern gesagt, wir wollen von Jesus die selbstlose Liebe lernen. Glücklich, wenn wir Menschen erleben, die das so leben. Und wir wollen achten, dass wir ihn nicht verraten. Und verraten tun wir nicht durch Worte, sondern durch Taten. Wenn wir ganz anders leben, als wie es er uns zeigt, das ist der Verrat an ihm. Wenn wir lieblos leben und wenn wir ihn zur Seite schieben, als ob wir ihn nicht brauchen. Und wir verleugnen ihn manchmal mit unserem Leben. Eigentlich halten wir zu ihm, aber wir trauen uns dann nicht wegen uns selbst, dass wir nicht lächerlich dastehen. Und sind wir auch quasi Verleugner. Glücklich der Mensch, der es nicht tut. Glücklich der Mensch, der das gelernt hat. Hingebend, liebend wie er. Und sagen, dass er wichtig ist und zu ihm stehen in allen Lebenslagen. Das ist unser heutiges Wort. Der Tag des treu zu Jesus stehen. Auch in seiner Ablehnung, in seinem Leidensweg. Dann werden wir mit ihm auferstehen, denn Gott ist treu zu uns und er lädt uns ein, in sein himmlisches Reich zu kommen. Amen. Wie schon gewohnt in den letzten Wochen, wollen wir noch kurz in Stille verweilen und hineinhören, welches Wort aus den heutigen Lesungen, welches Wort Gottes spricht mich persönlich an, heute. Wir wollen uns als treue Jünger Jesu erweisen und bei ihm sein in Leiden und in Freuden.